man einen unbekannten Auftrag? Was kann mein Auftrag sein in dieser wüsten Gegend jenseits der Zivilisation? Die Wiener Festwochen 2016 zeigen mit 36 Produktionen von Künstlerinnen und Künstlern aus 25 Ländern eine vielfältige Stimmungslage unserer krisengeschüttelten Welt. In Budapest probt Kornél Mundruczó, künstlerischer Leiter des von ihm 2009 gegründeten Proton-Theaters, ein Stück über Identität. Lazarteled, Scheinleben. Das 21. Jahrhundert ist besessen von der Idee der Identität. Man kann seine Identität wählen. Man ist nicht geboren mit einer Identität. Das schafft zum Teil sehr merkwürdige Lebenswahrheiten. Wenn man die richtige Entscheidung trifft, findet man seine Identität. Und wenn man dies nicht kann, kann es passieren, dass man die falsche Identität wählt. Wir leben in dieser Art der Krise. Ein realer Fall liegt dem Stück zugrunde. In der Straßenbahn wurde ein Angehöriger der Roma von einem Rechtsradikalen niedergestochen. Die Empörung war groß. Es stellte sich heraus, der Täter war ebenfalls ein Rom, ein Mensch. Natürlich hat mich zu der Geschichte die ungarische Gesellschaft inspiriert, die viel Ungleichheit kennt, in der sehr oft die Solidarität fehlt. Wir leben mit dieser fehlenden Solidarität. Das gilt aber für ganz Europa. Wir leben in einer tiefen Krise. Ich glaube, wir bauen gerade ein neues Europa, aber wir wissen es nur nicht, dass wir begonnen haben, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Wir leben jetzt in einer neuen historischen Zeit, der Beginn einer neuen historischen Ära. Wie am Ende des 19. Jahrhunderts, als man das 20. Jahrhundert kommen spürte. Es ist eine gewaltige Frage, welche Zukunft wir uns schaffen werden. Rijeka, Kroatien. Oliver Frulic, Intendant des kroatischen Nationaltheaters, probt mit seinem Ensemble und dem des jungen Theaters aus Ljubljana sein Stück »Unsere Gewalt und eure Gewalt«. Der epochale Roman-Essay »Die Ästhetik des Widerstandes« von Peter Weiß dient ihm als Folie, um über die Beziehung von Kunst und Macht und über die Entstehung von Faschismus nachzudenken. Unsere Gewalt ist systemische Gewalt, die man nicht sieht. Es ist eine Gewalt des Kapitalismus als herrschendes System. Dem Menschen im Westen ist nicht bewusst, wie sehr sein Lebensstandard und seine Annehmlichkeiten und alles, was er für normal hält, in anderen Teilen der Welt Gewalt produziert. Europa wird heute immer faschistischer und das mit einer demokratischen Legitimation. Das schürt starke islamfeindliche Vorurteile. Europa verliert auf diese Weise seine Identität. Mit
Mit seinem Polittheater, das beharrlich an verdrängte Kriegsverbrechen und verleugnete Schuld rührt, hat Oliver Frljić in den neuen Ländern Ex-Jugoslawiens heftige Proteste und anhaltende Diskussionen ausgelöst. In Kroatien wird er für seine radikalen Inszenierungen massiv angefeindet, bis hin zu ernstzunehmenden Morddrohungen. Leider funktioniert Theater immer besser in totalitären Gesellschaften. Die kroatische Gesellschaft ist derzeit so beschaffen, ebenso wie die in Ungarn, Polen, Slowakei. Und wie man neuerdings sieht, ist Österreich auch auf diesem Weg. Mazedonisches Nationaltheater Skopje. Andri Soldak probt seine Bühnenfassung von Solaris, dem berühmten Roman von Stanislav Lem. Ich habe eine Theorie. In unserem Kopf sind viele kleine Kästchen. In diesen wird alles aufgezeichnet. Nicht nur, was wir tun, denken und fühlen, sondern auch alle Träume. Es wird dort also nicht nur aufgezeichnet, was ich denke, sehe, sage und tue, sondern auch alles, was ich nicht gedacht und nicht gesagt habe. Ich träume jeden Tag. Wenn ich mich einmal nicht an die Träume erinnere, bin ich glücklich. Aber generell träume ich sehr viel und tief. Ich schreibe diese Träume auch jeden Tag auf. In Träumen erhalten wir möglicherweise Antworten auf Fragen wie: Was ist die Relativitätstheorie von Einstein? Was ist das Paradoxe in der Kunst? Was ist Unlogik? Ich möchte bei dieser Produktion das Irrationale herausarbeiten. Soldak kreiert ein Bildertheater der Assoziationen und fantastischen Träume, die Teil des Menschen sind, aber selten sichtbar werden. Die aktuelle Affäre um die Panama Papers zeigt, dass Janina Carbonario, der aufstrebende Regiestar des rumänischen Theaters, mit ihrem Stück Gewöhnliche Menschen am Puls der Zeit fühlt. Die Vorlage bilden reale Whistleblower aus der ganzen Welt. The big scandals, like in the case of Panama Papers. Der große Skandal um die Panama Papers zeigt nicht nur die moralischen und juristischen Implikationen auf, sondern auch die schwierige Situation der Whistleblower in der ganzen Welt. Die Informanten werden zuerst mit Arbeit überhäuft, gemobbt, vielfach entlassen, verklagt. Man versucht, sie systematisch zu bestrafen. Die Situation der Informanten im rechtlichen Bereich ist in Europa leider schwierig. Es gibt keine Anzeichen, sie zu ermutigen oder auch ausreichend zu beschützen. There is not a sign of encouraging and protecting the whistleblowers. Von 34 Mitarbeitern stehlen 30, heißt es im Stück. Alle stehlen: die Brüder, Schwestern, Verwandten.
Achim Freier hat kurzfristig Regie und Ausstattung der Beethoven-Oper Fidelio übernommen, unter der musikalischen Leitung von Mark Minkowski. Hinter ist natürlich immer das. Also Freiheit ist ja ein Menschheitstraum. Wir wissen, dass wir in allem genetisch und biologisch abhängig sind von 1000 kleinen Dingen. Der eigene Körper allein macht die Freiheit schon begrenzt. Wir leben nur mit Nummern, mit Zahlen. Wir haben in jeder Weise bestimmt 20 verschiedene Zahlen, die wir uns merken, wenn wir unsere Sicherheitsanlage an meinen Computer anschalten, unsere Hausnummer, unsere Personalausweisnummer. Wir sind durchnummeriert, unglaublich, leiden darunter gar nicht. Wir merken ja nicht die Unfreiheit, in die wir uns begeben und in die Kontrollierbarkeit dessen, was Zahlen ja anstreben. Achim Freier entwarf auch die Kostüme und Masken. Das können nicht nur Zahlen sein, es können auch Gesichter sein, die man aufsetzt sozusagen. Und genauso ist die Kleidung eine Maske. So wie man sich verkleidet, wird einem geglaubt, das gelingt dem Fidelio. Und er dringt in die tiefsten Tiefen dieses Menschheitsgefängnisses, um da seine große Liebe zu retten. Wir leben ja in einer Zeit, die nicht frei ist von tatsächlichen Bedrohungen. Und ich habe für diese Konzertreihe, diese vier Konzerte, die sehr angelehnt sind an die Produktion im Musiktheaterbereich, habe ich den Titel eines Stückes von Luigi Nono genommen. Wehe den eiskalten Ungeheuern. Es wird mir kaum jemand widersprechen können, dass wir es tatsächlich mit eiskalten Ungeheuern zu tun haben, wohin wir blicken. Werke von Hans Eisler, Georg Friedrich Haas, Ernst Krenek, Luigi Nono, Frederik Rzewski und Arnold Schönberg stehen auf dem Programm. Das ist eine sehr konzentrierte Veranstaltungsreihe, die sich auch mit dem beschäftigt, was dann zentral im Opernprogramm ist, nämlich das Thema der Freiheit. Ob wir jetzt die tatsächlich einzige Oper, die das Thema Auschwitz bedenkt, nämlich die Passagierin von Weinberg haben oder den Fidelio von Beethoven, die Freiheitsoper schlechthin. Über diese Thematik wird es auch in dieser Konzertreihe gehen. Wien, 7. Bezirk, Fasziergasse 5. Canis Humanus steht auf einigen Namensschildern. Hundemenschen wohnen hier. Und sie laden die Besucher in ihre Wohnungen ein. Hundemenschen sind Menschen oder Hunde, die sich in einem Körper von Menschen fühlen, befinden. Ja, also sie sind geboren als Mensch, aber fühlen sich eigentlich als Hund. Und da vielleicht noch im Anschluss, was auch noch wichtig wäre, nämlich der Hund hat ein ganz starkes Bedürfnis nach dem richtigen Platz in der Hierarchie. Und das ist ja auch so eine Identitätsfrage. Die Frage, wo stehen wir, in welchem Machtverhältnis zu wem? Und der Hund hat ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, immer zu wissen, wo steht er jetzt im Verhältnis zu den anderen. Und
Ich habe gestaunt schon beim Casting und in die ganz frühen Proben, wie nah das Tierische, das Wilde eigentlich ist. Also wie leicht es war für die meisten, da einen Zugang zu finden. Und das ist nicht nur so Hund zu spielen, wie man das als Kind gemacht hat. Also da war ziemlich schnell, eine Verbindung. Und es ist eigentlich alle Darsteller leicht gefunden, diese Wilde, diese Tierische zu spielen, weil irgendwie steckt es da drin. Das Performance-Duo Signa ist bekannt für seinen radikalen Anspruch an die Akteure und an das Publikum. Die Besucher werden in das Geschehen unmittelbar und persönlich eingebunden. Wenn man sich was ansieht im Kino oder im Theater, dann ist man selbst nicht beteiligt. Man ist emotional beteiligt, aber der Körper, sein eigenes Handeln ist reduziert auf null und hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was passiert auf der Leinwand. Bei uns ist es anders, weil man ja mitten in der Geschichte drinnen steckt. Also man kann sich nicht wirklich verstecken, man hat mit echten Menschen zu tun, man wird als echter Mensch wahrgenommen. Das ganze Stück entfaltet sich im Dialog und man lernt Menschen kennen, die man vielleicht im täglichen Umgang nicht kennenlernen würde. Mit Jan Fabers 24-Stunden-Theatermarathon Mount Olympus kündigt sich ein Theaterereignis der Superlative an. Theater als extreme Versuchsanordnung. Der Kosmos von Homer bis Euripides liefert den Stoff für großes Tragödientheater um Inzest, Kinds- und Muttermord, Tier- und Menschenopfer. 24 Stunden lang. Der belgische Künstler, Performer und Theatermagier Jan Fabre ist überzeugt, mit anderen Menschen die Erfahrung der gemeinsamen erlebten Zeit von 24 Stunden zu teilen, führt zu neuen spirituellen Erfahrungen. Er glaubt an die Katharsis dieses Theaterprojekts. Timofej Kuljavin aus Novosibirsk erforscht in seiner jüngsten Arbeit Tschechows Stück Drei Schwestern mit ungewöhnlichen Mitteln, der Gebärdensprache. Die so von jeder falschen Intonation befreiten Worte eröffnen einen ganz neuen Blick auf die Beziehungen der Figuren. Das Schauspielhaus Hannover gastiert mit Heiner Müllers Der Auftrag. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sollen in die entferntesten Winkel der Welt getragen werden. Besitz stirbt leichter. Arbeit ist Hoffnung. Ich will das alles nicht mehr wissen. Ich will mein Stück vom Kuchen der Welt. Ich werde mir mein Stück herausschneiden aus dem Hunger der Welt. Ich will mein Stück vom Kuchen der Welt. Der britische Theaterkünstler Simon McBurney entführt die Theaterbesucher mit Hilfe von Kopfhörern in die Klangwelt des Dschungels vom Amazonas und erzählt in seiner intensiven Performance eine große Geschichte der Kolonisation. Just as Barnacle undid my spell by running counterclockwise, I could be the crack between here and there, the crack through which another time, our time. Oh, yeah.
Der italienische Performer und Regisseur Pippo Del Bono zeigt sein neuestes Werk Orchidee, eine üppige und drastische Revue über Künstlichkeit und das Natürliche, zirzensisch und doch subtil. Del Bono erzählt vom unentwirrbaren Chaos, in das wir hineingeboren sind, und dem Halt, nach dem wir suchen. Das Festwochenzentrum im Künstlerhaus wird aufs Neue der Treffpunkt der Künstlerinnen und Künstler und des Publikums sein. Ein Ort für Gespräche, Workshops, eine Filmreihe über Susan Sontag und drei Theaterproduktionen, darunter Fjodors Performance Karussell. Der israelischen Künstlerin Sigalit Landau widmen die Wiener Festwochen unter dem Titel Sorrow Grove, Trauerhain, eine umfangreiche Personale ihrer Videoarbeiten, die sie selbst installativ in Szene setzen wird. This is a symbol and this is my act. Das eine ist ein Symbol, das andere meine Handlung. Wenn Sie meine Ausstellung in Wien besuchen, werden Sie das sehen. Etwas ist umstritten, irgendwie falsch. Etwas anderes versucht es zu heilen. Zum Beispiel, da ist jemand, der mein anderes Ich ist. Ein Mann macht Knaffe in Akko. Und das Wichtigste, er füttert mich auch. But he's believing in. First of all, he's feeding me. In zahlreichen Videos spielt der menschliche Körper eine Rolle. Sie arbeitet auch häufig mit ihrem eigenen Körper. Eröffnet werden die Wiener Festwochen am Freitag, dem 13. Mai, mit einem Konzert am Rathausplatz, bei dem moderne Blas- und Volksmusik im Mittelpunkt steht. Unter anderem mit dem Puppenspieler Nikolaus Habjan, Alma, Super Rar, das Großmütterchen Hart Salon Orchester, Landstreich und dem Boban Markovic Orchester.